lieben Schwestern, meine lieben Brüder. Lassen Sie mich heute Nacht Ihnen die Geschichte von Ochs und Esel erzählen. Sie müssen jetzt keine Sorge haben, unsere großen Ministranten führen jetzt kein Krippenspiel auf anstelle der Predigt. Und es ist auch kein Beitrag zur theologischen Zoologie, es gibt ja sogar Institute darüber. Aber wir wollen uns einmal auf diese zwei Viecher konzentrieren heute Abend. Denn wenn Sie heute oder in diesen Tagen Ihre Krippe zu Hause aufgebaut haben, wenn wir eben hier in der Kirche einen Blick auf unsere schöne Krippe werfen, oder wenn Sie sogar ein bisschen kunstgeschichtlich bewandert sind, dann wissen Sie, dass es älteste Krippendarstellungen gibt, ohne Maria, ohne Josef, nur das Kind, es liegt wie auf einem Tisch fest eingewickelt, und daneben Ochs und Esel. Was ist das für eine Geschichte mit diesen Viechern? Wie kommen die dorthin? Gut, es gibt Stichworte. In der Herberge war kein Platz. Die Mutter legt ihn in eine Futterkrippe. Man kann solche Höhlen, es war ja weniger ein Stall, das ist so ein bisschen, das kommt wahrscheinlich von Bayern her oder von den aussterbenden Bauern im Saarland, dass es ein Stall war. Es war so etwas wie eine Grotte, eine Höhle, wo es auch dann keine Holzkrippe gab, sondern eine Steinnische. Man kann diese Höhlen heute noch besichtigen auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Aber es werden dann doch eher Schafe gewesen sein, denn es waren ja keine Ochsen- oder Eselhirten. Klar, das ist naheliegend, in der Herberge war kein Platz, und diese Viecher schaffen Wärme. Mehrere Legenden sprechen davon, dass Ochs und Esel dieses Neugeborene anhauchen und ihm so Wärme verschaffen. Aber wir sollten noch immer einen Blick ins Evangelium tun. Und ich gehe davon aus, ich bin ganz sicher, dass Sie eben bei einer Weihnachtsgeschichte genau zugehört haben. Kein Wort, keine Silbe von Ochs und Esel. Wie kommen die zwei in die Weihnachtsgeschichte hinein? Dass diese beiden Tiere so prominent nahe bei dem Kind an jeder Krippe vertreten sind seit 2000 Jahren, ist ein Statement und eine Kritik. Es ist ein Zitat aus einem alttestamentlichen Propheten. Wir haben ihn den ganzen Advent über gehört, mit seinen wunderbaren Worten. Und ein wenig beschleicht einen der Eindruck, ja, das sind schöne Worte, aber Worte, die immer folgen auf eine harsche Kritik. Es ist der Prophet Jesaja. Gleich im ersten Kapitel legt er richtig los mit seiner Kritik am Gottesdienst in Jerusalem. Wenn Gott zu ihm sagt, eure Lieder, eure Feste sind mir zuwider, den Gestank eures Weihrauchs kann ich nicht mehr aushalten. Wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Höfe zertrampelt? Und in diesem Kontext steht ein Wort von Ochs und Esel. Selbst der Ochse, sagt der Prophet Jesaja, kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Da haben wir sie also, die beiden, beim Propheten Jesaja. Und das Stichwort der Krippe. Deshalb finden sie von Anfang an ihren Platz in den Krippendarstellungen. Es wird eine Kritik des Propheten aufgenommen und in die Weihnachtsgeschichte eingetragen. Das ist im ersten Schritt sicher auch eine Kritik an Israel, das vielfach, nicht durchweg, aber doch vielfach seinen Herrn nicht erkennt. Aber wir dürfen es dabei nicht bewenden lassen, denn, liebe Schwestern und Brüder, dieses Statement, diese Kritik richtet sich an uns. Wenn wir Ochs und Esel anschauen, vielleicht mit verklärtem Blick, dann sollten wir uns bewusst sein, dass wir in einen Spiegel schauen. Ich will natürlich niemanden in der Heiligen Nacht als Rindviech beschimpfen. Das sollte ganz fern sein. Aber die Frage, die in diesen Viechern liegt, ist nicht nur eine Frage an Israel, sondern seither immer auch eine Frage an die Kirche, ist immer auch an die Frage an jeden einzelnen Christen.
Kennst du deinen Herrn? Kennst du die Krippe deines Herrn? Hast du deinen Gott wirklich erkannt? Wir können daraus natürlich eine abstrakte Frage machen, ein kleines theologisches Seminar. Aber auch das wollen wir in der Heiligen Nacht nicht. Wir werden in den nächsten Tagen auf ganz unterschiedliche Weise in den Traditionen des Neuen Testamentes immer wieder um diese eine Frage kreisen. Das, was uns der Apostel Paulus im Titusbrief heute Nacht zugerufen hat. Die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Aber ist das nicht zu schwierig? Mit all den Fragen, die wir haben, all die Probleme, die uns bedrängen, all das, was im Moment durch die Nachrichten geistert. Wie ist das denn mit der Erfahrung Gottes? Wir sind ja sehr schnell dabei, dem lieben Gott Vorwürfe zu machen oder ihn mit Fragen zu konfrontieren, immer dann, wenn es brenzlig wird. Wenn es einigermaßen läuft, tun wir das ja nicht. Wenn Sie das auf eine menschliche Beziehung übertragen, dass Sie zu Freunden oder zu denen, denen Sie ganz nah sind, immer nur mit den Problemen kommen und denen nie etwas Gutes sagen, wissen Sie, dass die Beziehung irgendwann schief wird. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Und dennoch, obwohl Gott darum weiß, die Geschichte Israels ist voll davon und es ist seither wenig anders geworden, läuft Gott, das ist die Botschaft dieser Nacht, dem Menschen nach. Er macht es uns einfach. Er bleibt nicht fern, sondern er kommt uns nah. Er wird einer von uns in Jesus. Der erste Johannesbrief wird es uns in den nächsten Tagen noch einmal anders sagen. Die Frage, wie soll ich denn Gott lieben? Ja, natürlich, sagt der erste Johannesbrief. Wenn du deinen Nächsten nicht liebst, den du siehst, der neben dir ist, wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst? Die Kritik des Propheten Jesaja und sein Statement mit diesen beiden Viechern, mit Ochs und Esel, trifft uns sehr tief. Wenn wir auch aus der Kirche des menschgewordenen Sohnes Gottes, der Kirche Jesu Christi, einen anonymen Laden machen, der irgendwie verwaltet wird, der organisiert wird und es dabei bewenden lassen. Und dann gehen wir, wenn es schön ist und stimmungsvoll, einmal in die Kirche und bleiben schön für uns und dann bringen wir uns als Einzelne auch am Ende wieder in Sicherheit. Nach Hause. Diesmal unter den Christbaum. Ansonsten sonst wohin. Das ist keine Kirche, liebe Schwestern und Brüder. Das ist irgendwie nichts. Da stellt man sich noch blöder an als ein Rindviech. Denn so sagt es der Prophet Jesaja. Der Ochse weiß, wo er hingehört. Und der Esel findet wenigstens noch zur Krippe. Der weiß, wo es Futter gibt. Wissen wir das? Wissen wir und öffnen wir uns in dieser Nacht dafür und an diesem Weihnachtsfest, von wem wir leben, wer uns das Leben geschenkt hat, wem wir unser ganzes Leben, mag es manchmal noch so schwierig sein, wem wir dieses Leben verdanken, wer Urgrund und Quelle allen Lebens ist? Und das eben nicht nur als Herr, sondern wissen wir, dass es derjenige ist, der mein Leben und dein Leben will und der es aus Liebe will, der Ja zu mir sagt, auch wenn ich das dümmste Zeug anstelle, noch einmal mich manchmal blöder anstelle als ein Rindviech. Das ist die Botschaft dieser Nacht. Das ist die Botschaft von Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns nicht selber im Weg stehen, sondern dass wir uns öffnen für ihn, der uns so nahe kommt, der uns nicht alleine lässt, keinen Augenblick, dass wir beieinander sind. Die ersten Christen hatten auch Probleme, aber von denen hat man am Ende in Summe gesagt, seht, wie sie einander lieben. Das muss auch unser Anspruch sein. Das ist manchmal schwierig. Sobald wir enger miteinander zu tun haben, sobald wir uns besser kennen, kennen wir all die Ecken und Kanten. Die wird es immer geben.
aber an ihnen vorbei oder besser noch durch sie hindurch, ahmen wir Gott nach, der sich in dieses Leben hineinkniet, in dieses menschliche Leben, der seinen Himmel verlässt und sich herunterbeugt und ganz klein macht. Finden wir die Krippe unseres Herrn, wenn wir in den nächsten Tagen und Wochen in diese Krippen hineinschauen und ein Kind sehen? Das Selbstverständlichste von der Welt. War es vielleicht früher einmal, ist es heute vielleicht auch nicht mehr. Aber so selbstverständlich. Ein Kind wird geboren. Aber damit ist die Botschaft dieser Nacht nicht erschöpft. In diesem geborenen Kind, eines von Abermillionen, zeigt sich Gott. Lässt er sich nicht nur sehen, er lässt sich anfassen. Man kann ihm begegnen, man kann ihm zuhören. Und er kommt, uns einen Weg zu gehen, einen Weg voranzugehen, eine Spur zu legen durch diese Weltgeschichte. Und wie schön wäre es, wenn wir uns immer wieder einordnen und hineinfinden in genau diese Spur, die dieses Kind, die dieser Jesus geht. Es ist eine Spur von Gott her und zu Gott hin. Das, liebe Schwestern und Brüder, diese Spur zu sehen, etwas davon zu erfahren in dieser Nacht, das ist der Segen der Weihnacht, der uns allen gewünscht sei, der auf uns alle in dieser Nacht herabkomme.